Drin. What? Can you take it one in my bag? Oh my god! Oh, how many is it? Can you take it one here? Oh, there's one more? Yeah. Oh, come on here. Jerry, how are you? Good to see you. And he met me on the street. Let's see his bag. Einen wunderschönen Freunde, dann natürlich ganz einem neuen Video. Look at those little ones. Ja, Freunde, ihr habt es gerade schon gesehen. Heute ist der nächste Tag. Zwischenzeitlich habe ich abends so überlegt, war das wirklich gut, was ich gemacht habe? Es war so eine kleine Kurzschlussreaktion. Ich kann ja mal die Story erzählen, ne? Vielleicht einmal ganz kurz zur Einführung für euch, warum die Dropse jetzt hier bei uns sind. Warum du, also ich war mega sprachlos, als du reingekommen bist, auch für eine ganze Weile, aber erzähl mal erstmal. Also das Ding ist, seitdem Mischka nicht mehr hier ist, gibt es doch schon das ein oder andere Rädchen hier in der Villa Chat. Rädchen? Ich dachte wohl aufs Tränchen hinaus. Ja, aber Rädchen auch. Nee, das Rädchen. Und Fakt ist, wir brauchen einfach Katzen hier. Das ist total wichtig. Seitdem Mischka hier war, hatten wir nicht eine Ratte mehr. Und ich muss sagen, ich habe irgendwie total Panik vor Ratten. Die Nacht davor hatten wir eine im Dach oben. Bin ich aufgewacht. Ihr könnt mir wahrscheinlich gar nicht folgen, ne? Weil man nur so kleine Mausbären anguckt. Auf jeden Fall dachte ich, okay, wir brauchen auf jeden Fall. Und ich war ja die ganze Zeit so eingestellt, dass falls ich irgendwo eine Katze sehe oder auch bei Kuta Lombok Dogs, dann holen wir uns welche. Und dann war ich mit Mila in Kuta, wir waren im Supermarkt einkaufen und auf dem Weg zurück sind einfach diese drei Babys auf der Straße gewesen, mir vor den Scooter gelaufen. Es war dunkel. Es war hier unten die für Lombok-Verhältnisse doll befahrene Straße, wo LKWs auch längs brettern. Und ja, und dann dachte ich mir, okay, wenn ich die kleinen Bären nicht mitnehme, dann kann es sehr gut sein, dass die überfahren werden. Mila, was machen wir? Nehmen wir die mit? Ja. War bestimmt eine halbe Stunde dort. Hab die erstmal gestreichelt und geguckt, was ich machen soll. Mila halt dort gewesen und dann nur die ganze Zeit irgendwelche Autos vorbeigefahren. Die Mama war nirgendwo zu sehen. Und das Ding ist, ich hatte nur diesen kleinen Rucksack mit. Nichts anderes. Und dann ist Jerry gekommen, das ist auch ein Arbeiter hier von Tampa. Und der dann auch erstmal gefragt, hä, was ist los? Warum bist du hier so mitten in der Nacht alleine? Kann ich dir irgendwie helfen? Und dann habe ich ihm gesagt, wir überlegen, wir brauchen eigentlich Kätzchen und ich überlege, die irgendwie mitzunehmen. Aber ich bin gerade völlig überfordert. Lila auf dem Scooter, ohne Tasche, was soll ich machen? Und eigentlich wollten wir ja nur zwei. Und dann hatte ich nicht einmal Internet, um dir Bescheid zu sagen, Schatz. Ne? Ich habe das ja einfach ohne Absprache mit Cheng diese Entscheidung selbst getroffen. Wir waren einfach nur hier und haben gewartet. Ich so, wo ist sie denn? Braucht 100 Jahre für den 20-minütigen Weg hier? Ja, weil ich erstmal die ganze Zeit mit den Kätzchen beschäftigt war. Nee, ist ja auch alles gut. Und dann dachte ich, okay, jetzt kann ich aber nicht nur zwei mitnehmen, weil wir haben auf jeden Fall gesagt, wir wollen nicht mehr eine Katze, sondern wenn, dann zwei, damit sie miteinander spielen können und sich haben, wenn wir auch mal nicht da sind. Und dann dachte ich, okay, jetzt kann ich nicht zwei mitnehmen und den einen Drops lasse ich dann ganz alleine zum Sterben dort. Und dann habe ich die mitgenommen. Und dann meinte Jana, sind die nicht zu klein? Was ist, wenn die nicht essen wollen? Und dann habe ich erst angefangen, so viele Gedanken in meinem Kopf zu haben und ich konnte fast die ganze Nacht nicht schlafen. Ich dachte, okay, vielleicht war das jetzt voll die blöde Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber nein, die essen, die trinken, denen geht's richtig gut. Der Schritt von gestern zu heute, ne Schatz? Die sehen ja schon ganz anders aus. Ich muss sagen, vom Aussehen her erinnern sie mich ein bisschen an Mischka. Ganz am Anfang, wo die Augen so richtig, ja, die sind noch sehr richtig verklebt waren, klein waren und auch eventuell so eine leichte Disease, irgendwo eine Skin-Disease im Gesicht vorhanden ist, aber grundsätzlich sind sie halt viel stärker, ne? Also sie sind auch ganz gut genährt, das Fell sieht auch gut aus, sie haben auch keine Viecher jetzt drin. Was wir jetzt gemerkt haben, wir haben gestern ein Klo hingestellt, wir dachten so, jetzt müssen wir die erstmal Stuben reinmachen. Die sind
Stufen rein. Die sind direkt ins Katzenklo reingegangen, haben da reingemacht. Richtig süß. Ja, und sie haben noch keine Namen, Freunde. Deswegen brauchen wir eure Hilfe. Ja. Wir sind uns halt noch nicht ganz sicher, was das Geschlecht angeht. Vermute, dass das die beiden Mädchen sind. Ja, zwei Mädchen. Und der eine, der ist auch ein bisschen größer. Rabautsbär. Das ist der Junge, glaube ich. Ich habe sie ja Chipmunks genannt, aber Jana und Qinglong sind gegen meinen Alvin, Simon und Theodore. Das ist Alvin. Übrigens, Alvin. Übrigens, sie hat sich schon entschieden. Wir werden hier in der Villa Chibo aufwachsen. Jetzt von uns beschützt und später werden sie uns beschützen. Und genau aus diesem Grund brauchen wir halt jetzt Namen. Wir sind schon fleißig kreativ am Überlegen, aber wir sind noch nicht happy. Ich brauchte nur jetzt schon irgendwas. Ich kann nicht Katze 1, 2, 3 sagen. Ja, doch, wir hatten überlegt einfach das auf Indonesisch. Satu Dua Tiger. Ja, lustig. Also Fakt ist, wir haben ein Kätzchen ohne Schwanz, ein Kätzchen mit einem langen Schwanz und ein Kätzchen mit weißen Füßen. Jetzt müssen wir überlegen, wie nennen wir sie? Gehen wir aufs Visuelle oder nehmen wir einfach irgendein Dreiergespann? Wir haben auch schon überlegt, die drei Musketiere, D'Artagnan, das wäre halt auch witzig, aber ich, ja, drei sind halt schon viele Namen, die man Jana sich jetzt merken muss. Jana sagt Tic-Tac-Toe. Das war ja meine... Tick-Trick-und-Track. Das war ja meine Kindheitsband. Hm. Wer kennt Tic-Tac-Toe noch? Kennst du Tic-Tac-Toe? Klar. Dann sing mal was. Ich find die Scheiße so scheiße. Ich bin die Scheiße. Auf die Schnelle, auf die Welle, machst du hier eine Riesenwelle. Eingebildet, arrogant, findest dich auch noch interessant. Denkst du, wie du bist, es keiner denn der Bier ist. Alles klar, gucken wir mal, wo Simon ist. Nee, wer ist Simon? Ja, gut, dass ich Simon getroffen habe. Simon ist der, der die ganze Zeit alleine hier unterwegs. Simon ist ein Alleingänger. Jana? Seit wann bist du denn hier? Oh, hallo, sorry, ich bin mal kurz vorbeigekommen. So, Jana, was hast du denn bezüglich der Namen? Tic-Tac-Toe. Was sagt ihr? Weißt, was ich sage. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall nicht merken. Ja, es geht mir genauso. Simon, Theodore, Alvin. Ja, also Chipmunks als Dreier gespannt finde ich cool. Auch gerade für so einen Intro-Shot, dass man nur Chibo-Mangs. Chibo-Mangs. Ja, kein... Nee, haut das sehr gerne mal in die Kommentare, weil ihr einen kreativen Einfall habt. Einer ist Villa, einer ist Chi, einer ist Bo. Leute, wir brauchen was Kreatives. Ja, jedenfalls haben wir schon ein bisschen mit der Kamera rumgespielt und die Mäuse in ihrem natürlichen Dasein hier aufgenommen. Und ich habe das Gefühl, sie fühlen sich jetzt schon sehr, sehr wohl. Auch ein sehr interessantes neues Territorium für die, ne? Weil Natur haben sie immer noch sehr viel. Die können über die Terrassen laufen, hier durch die ganzen Gebüsche, Palmen etc. Und die eine, ich weiß gar nicht, wer das war, aber ist hier schon die Bäume hochgeklettert. Ja, das weil wir war ja für diese Monsteras, das sind ja Kletterpflanzen, hinten diese Stäbe haben mit dem Gitter. Und da können sie sich halt richtig gut reinkrallen und sich halt hochziehen. Erstmal die Namen und jetzt nach und nach bauen wir hier ein schönes Zuhause für euch auf, ja? Bald holen wir uns doch ein Hundi. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich ja nicht so für. So, liebe Leute, die kleinen Mäuse, beziehungsweise die kleinen Bären oder was auch immer, seid kreativ, werden nun ein Teil der Familie Chibo sein. Wir freuen uns sehr drauf. Ja, ich glaube, es ist auch ausreichend Zeit jetzt verstrichen. Die Mäuse dürfen jetzt wieder da sein. Ohne, dass man irgendwie zu sehr traurig ist oder ein schlechtes Gewissen hat oder so. In einem Jahr Mischka. Deine Babys. Deine Babys. Die du leider nie geboren hast. True.
Oh, jetzt ist das Video traurig. Oh Mann. So, liebe Leute, ja, aber wir haben auch noch was anderes Spannendes zu verkünden. Das machen wir aber im nächsten Video, denn das Team Chibo wird nicht nur auf animalischer Ebene vergrößert, sondern auch auf menschlicher Ebene. Wir haben einen neuen Mitarbeiter, Freunde. Und was der macht, das ist so krass. Es ist einfach Jackpot. Also, falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert unbedingt den Kanal, weil es ein Teil von Team Chibo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Stay positive wie immer. Und tschüssi.